Wenn wir uns heute die Betriebsstrukturen anschauen, dann ist ungefähr jeder dritte Betriebsleiter über 55 Jahre. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Betriebe heißt das, dass ungefähr 90.000 Betriebsleiter älter als 55 Jahre sind. Das soll heißen, hier ist eine enorme Welle, die auf uns zurollt, die potenzielle Nachfolger suchen. Wie kann man das Ganze begleiten? Indem man fachlich argumentiert und fachlich in die Materie mit eingestiegen ist. Zum Beispiel die Volks- und Raiffeisenbanken haben individuell geschulte, agraraffine, branchenkundige landwirtschaftliche Berater. Die Frage ist, ob ich innerfamiliär den Betrieb weitergeben kann oder mir doch einen externen Nachfolger suche. Die Arbeitsbedingungen auf den landwirtschaftlichen Betrieben ist nicht für jedermann geeignet und nicht jeder liebt die Tiere oder die Natur, das Arbeiten in der Natur. Sodass wir heutzutage durchaus auch immer wieder mal branchenfremde Hofübernehmer haben oder auch einfach externe Dritte, die den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen wollen. Dies kann dann sehr sinnvoll sein, wenn ich keinen eigenen Nachfolger mehr habe oder auch wenn der eigene Nachfolger andere Prämissen setzt, das Land verpachten möchte und ein branchenkundiger externer Dritte dann hier als Bewirtschafter auftritt. Die Frage lautet, habe ich einen innerfamiliären Nachfolger oder brauche ich einen externen Dritten, weil der innerfamiliäre Nachfolger fehlt. Hier ist die große Frage, wie bekomme ich überhaupt so einen externen Nachfolger, einen Dritten? Da gibt es durchaus Beratungsunternehmen, die Sie ganz klassisch beraten können. Wie verkaufe ich mein Unternehmen? Aber auch natürlich die andere Seite, wie kaufe ich ein Unternehmen? Wie können Banken Sie bei der Hofübergabe, bei der Hofnachfolge unterstützen? Hier gibt es spezielle Berater, sogenannte M&A oder auch Mergers and Acquisitions Berater, die Sie sowohl auf Verkaufsseite als auch auf der Käuferseite unterstützen. Was muss ich beachten? Steuerlich, rechtlich, finanziell, so kommen alle Beteiligten zu einem fairen und meist besten Ergebnis.